Sohn, öffne deine Pforte, öffne sie dem ewigen Worte. Christus geht zum Tempel ein, der von Schuld uns so enthieben, sich zum Job verhingegeben. Und der Priester selbst will sein. Seht die Magd, die Gott erkoren, trägt den Herrn, den sie geboren, auf den Armen hoch erfreut. Demutsvoll in frommem Glauben bringt sie ein paar junge Tauben, da voll Mutter Seligkeit. König aller Herrlichkeiten, Stern aus Jakob, Licht der Heiden, Anfang einer neuen Zeit. Sei von uns mit Heilsverlangen, wie von Simeon empfangen. Jedes Herz sei dir geweiht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. 40 Tage nach Weihnachten feiert die Kirche das Fest der Darstellung des Herrn, beziehungsweise Maria Lichtmess, wie es auch noch immer genannt wird. Etwas von dem großen Fest Weihnachten reicht bis heute. Es ist ein Fest der Begegnung mit Christus, dem Licht der Welt. Christus, das Licht, ermutigt alle durch die Taufe Gott geweihten Menschen, selbst Lichtbringer zu werden. Egal, ob als Hausfrau oder Reinigungskraft, ob als Diakon, Priester oder Bischof, ob als Ordensmann oder Ordensfrau, wir alle sind Gott geweiht durch unsere Taufe. So wollen wir nach alter Tradition am Beginn die Kerzen weihen und uns von Gottes Licht anstecken lassen. Lasset uns beten. Gott, du Quell und Ursprung allen Lichtes, du hast am heutigen Tag dem greisen Simeon Christus geoffenbart, als das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Segne diese Kerzen, die wir zu deinem Lob entzünden. Führe uns auf dem Weg des Glaubens und der Liebe zu jenem Licht, das nie erlöschen wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
voll Gottes Sünde Licht heran. Vertreib die Nacht mit ihrem Schein, der jedes Dunkel wenden kann. Er zieht ins Haus des Vaters ein. Zu seinem Tempel kommt der Herr. Maria bringt ihn freudig dar. Als kleines Kind hält Einzug dir, der aller Seher Sehnsucht war. Das Preis der Greise Simeon, als er das Kind im Arme hält, erkennt in ihm den Gottessohn. Erleuchtung für die ganze Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen, dass er Licht in unser Leben bringen möge und uns mit ihm erleuchtet. Allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Vaters, Amen.
lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein eingeborener Sohn hat unsere menschliche Natur angenommen und wurde am heutigen Tag im Tempel dargestellt. Läutere unser Leben und Denken, damit wir mit reinem Herzen vor dein Antlitz treten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Maleachi. So spricht Gott, der Herr. Seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr. Der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Heere. Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrog. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Söhne Levis, erläutert sie wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen. Und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein, so wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Jahren. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Halleluja, 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 Halleluja. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für das Volk Israel. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach: Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder,
Die Schriftlesungen des heutigen Tages, Festes der Begegnung, sprechen von Überraschung und Freude. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. So haben wir es in der Lesung aus dem Buch Maleachi gehört. Wenn der Herr kommt, dann wird es ein Fest sein. Denn mit dem Herrn wird sich etwas verändern. Die Dunkelheiten des Lebens, die Fragen, die Zweifel und selbst das Lebensende erfahren durch Jesus Christus eine Verwandlung. Aber können wir diesen Tag seines Kommens erwarten? Ist denn schon wieder Advent? Wer geduldig warten kann, der wird nicht enttäuscht werden. Das sagt uns das heutige Evangelium. Maria und Josef ziehen mit Jesus hinauf zum Tempel, um das Opfer, das Reinigungsopfer darzubringen, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt. Am 40. Tag nach der Geburt des Kindes soll ein Opfer, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben, aus Dankbarkeit für das Geschenk der Elternschaft Gott dargebracht werden. Josef und Maria sind Gott dankbar für Jesus. Neues Leben ist geschenkt, das ihr Leben ganz und gar verändern, ja auch herausfordern wird. Auch unser Leben ist geschenkt und wird für manchen Menschen in unserer Umgebung zur Herausforderung. Aber mehr noch soll unser Leben zum Reich Gottes beitragen. Ich bin getauft und Gott geweiht, heißt es in einem Lied. Durch unsere Taufe sind wir hineingenommen in Christus Jesus, der das Licht und das Leben der Welt ist. Wir sind Kinder Gottes geworden und von Gott erwählt, ihm in dieser Welt mit unserem Leben zu dienen, damit sein Reich in unseren Tagen weiter wachsen kann. Und daher ist es wichtig, das weiterzugeben, was uns froh macht. Erzählen wir wie Hanna von diesem Gott, von seiner frohen Botschaft für alle Menschen. Helfen wir allen, die es selber und alleine nicht schaffen, Gott auf die Spur zu kommen. Und ermutigen wir einander gerade in Krisenzeiten, auf Christus zu schauen und in ihm das Leben erneut zu finden. Denn er gibt meinem Leben Licht und Hoffnung, auch und gerade in den schweren Zeiten, die nicht ausbleiben. Aber das festigt die Beziehung zwischen ihm und mir, beziehungsweise uns, indem wir andere zu diesem Gott geweihten Leben ermutigen. Erfüllen wir unsere Berufung durch Christus Jesus, der uns zum Glauben in der Gemeinschaft der Kirche berufen hat. Er macht uns zu glaubwürdigen Zeugen der Liebe Gottes in unseren Tagen. Das ist gerade in einer Zeit, wo die Glaubwürdigkeit der Kirche in Frage gestellt wird, dringend nötig. Stärken wir einander auf diesem Weg mit Gott und hören wir auch immer wieder seinen leisen Ruf, dass jeder Mensch wertvoll ist. Da gibt es also noch viel zu tun für uns, bis Gottes Reich mitten unter uns Wirklichkeit ist. Und dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass jede Berufung von Gott kommt und in ihm ihr Ziel hat. Das Evangelium endete mit: Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Wachsen auch wir durch die Gnade Gottes über uns hinaus und bitten: Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich Frucht bringe, die du von mir erwartest, weil du sie mir schon längst geschenkt hast. Nur in dieser Hingabe an Gott
werden wir zum Segen füreinander. Lasst uns gemeinsam zu Christus beten und ihn bitten. Herr, schenke deiner Kirche Männer und Frauen, die ihr Leben ganz dir weihen. Du Licht und Heil der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den Verantwortlichen in Kirche und Welt den Mut, für Veränderungen einzutreten, die das Wohl der Menschen im Blick haben. Du Licht und Heil der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke deiner Kirche Menschen mit zündenden Ideen, die etwas spürbar machen vom Geist des Gottesreiches. Du Licht und Heil der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke unseren Gemeinden Männer und Frauen, die vermitteln, aber auch herausfordern. Du Licht und Heil der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke uns Beharrlichkeit, wenn es darum geht, Strukturen zum Besseren zu verändern. Du Licht und Heil der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben. Du Licht und Heil der Welt, wir bitten dich. Herr, höre und erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nach deinem Ratschluss hat dein eingeborener Sohn sich als makelloses Lamm für das Leben der Welt geopfert. Nimm die Gaben an, die deine Kirche in festlicher Freude darbringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn heute hat die jungfräuliche Mutter deinen ewigen Sohn zum Tempel getragen. Simeon vom Geist erleuchtet, preist ihn als Ruhm deines Volkes Israel, als Licht zur Erleuchtung der Heiden. Darum gehen auch wir dem Erlöser freudig entgegen und singen mit den Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem dein eingeborener Sohn im Tempel dargestellt wurde. Durch ihn, das Licht von deinem Licht, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Karl-Heinz, Weihbischof Otto und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in deiner Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Aus diesem Geist heraus dürfen wir Gott Vater nennen und so beten, wie sein Sohn es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr, schau nicht auf unsere Schwächen, Fehler und Sünden. Schau vielmehr auf das Gute, das wir tun, auf unsere Liebe und den Glauben deiner Kirche. Und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, Christe, du Lamm Gottes,
Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, stärke unsere Hoffnung durch das Sakrament, das wir empfangen haben, und vollende in uns das Werk deiner Gnade. Du hast die Erwartung Simeons erfüllt und in Christus schauen lassen. Erfülle auch unser Verlangen, lass uns Christus entgegengehen und in ihm das ewige Leben finden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön Ihnen hier in der Kirche und auch an den Bildschirmen, wie Sie diesen Gottesdienst mit uns gefeiert haben. Morgen feiert die Kirche den Gedenktag des heiligen Bischofs Blasius, auf dessen Fürsprache wir nun uns den Segen erbitten, der in besonderer Weise auch in solchen Pandemiezeiten uns vor allem Bösen und Unheil und vor allem Halskrankheiten schützen soll. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs Blasius bewahre euch der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gehet hin in Frieden. Aufsprang und ihr von vorn.